klar ist, zu wem aus der Ball noch was sollte gehen. Platon Paschkewitsch mit einem Dreier im McManus. Jalen ist auch der zweitbeste Werfer gesehen und hat dort 23 Punkte gescored, könnte der Nazi sein. Ganz guter Pass. Anders ist nicht viel grösser. Und der Anders ist etwa 1,80 und jetzt Stärke von der 1-3-1 Zone Defense, die jetzt da wenigstens hier gespielt haben. Die haben jetzt ein 1-3-1 aufgestellt, den sie sicher mal achten. Ein ganz toller Pass übrigens von Platon Paschkewitsch. Ja, oder ausfahren hat, das ist ein guter Pfiff vom Schiedsrichter, das kann man nicht sagen. Und eine gute Ballstaffette von den zwei Jungen, also vor allem vom Paschkewitsch. Und der Williams macht hier einen Dreier vom Ecke. Eine andere Umstellung mit dem Spielstil. Es ist ein bisschen schneller und mehr Taktik, viel mehr Spielzüge, aber... Spannend wurde, der Trainer hat sich sichtlich genervt. Er hat natürlich das Problem, der Trainer von Freiburg. Er hat jetzt noch ein Spiel, das er sicher gewinnt. Also jetzt abgesehen von dem Kontakt und vom Ranking, musst du als Spieler auch gewisse Fähigkeiten haben. Ja. Was kannst du gut? Was sind deine Fähigkeiten? Für meine Größe bin ich, also ich kann innen spielen, ich kann außen spielen. Und wie gesagt, das haben sie alle gehört am Bildschirm, dass wenn er einmal wirklich tatsächlich den Sprung geschafft hat in der NBA, dann werden wir ihn hier nochmal sicher begrüßen. Christian Rowland natürlich schon Mühe bei einem, ich sage jetzt mal, gleich grossen, gleich starken Gegenspieler. Und Nelson erhöht auf 51. Das war ein Fehlpass jetzt von Dennis Fasnacht gesehen.